Jetzt wird's ganz interessant. Genesis 18,1. Und der Herr erschien ihm bei den Terebinthen Mamres. Wer ist für die antiken Juden dem Abraham hier in Genesis 18 erschienen? Und das Wort des Herrn wurde Abraham offenbart. Ja, also hier geht es nicht darum, dass die Bibel dem Abraham offenbart worden ist, sondern jeder weiß, was in Genesis 18,1 steht. Hier ist jemand erschienen. Und wenn es hier heißt, dass das Wort des Herrn offenbart worden ist, dann ist hier eine Person gemeint. Das ist ganz klar. Was sonst? Also es stand jetzt nicht jemand da mit einer Bibel, ja, wenn wir sagen, das Wort Gottes ist die Bibel, oder es wurden ihm einfach irgendwelche Worte gesagt, die Worte Gottes sind. Nein, das Wort des Herrn wurde offenbart, ja, das muss dann eine Person sein, weil in der Bibel steht ja, der Herr erschien ihm. Bei welcher Gelegenheit bestätigt der Herr Jesus die Auslegung in diesem Tagum, beziehungsweise auch die Auslegung, dass es Jesus ist, der hier in Genesis 18 erscheint? Und ich möchte daran erinnern, dass hier im Urtext Jahwe oder Adonai steht. Ja, wenn da steht Herr, ist auf jeden Fall der Gott der Bibel gemeint. Der Gott der Bibel ist Abraham erschienen. Es geht um Johannes 8. Ja, der Herr Jesus macht deutlich, das Wort des Herrn in Genesis 18 zu sein, der dem Abraham offenbart wurde und ihm mitteilte, dass seine Frau schwanger werden würde und er im nächsten Jahr wiederkommen würde. Auf diesem Tag der Wiederkunft des Herrn hat sich Abraham gefreut. Liest mal in Genesis 21, ich glaube die ersten drei Verse, da lesen wir, dass der Herr wiedergekommen ist. An der Stelle bitte ich alle Zuhörer, die diese Verbindung nicht kennen, lest euch mal in Ruhe Genesis 18 bis 19 durch und dann ganz in Ruhe Johannes 8. Hier heißt es zum Beispiel, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn, ja, und er sah den Tag und freute sich. Ja, wie haben die Juden auf diese Aussage reagiert? Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Sie haben ganz genau verstanden, was er gemeint hat. Ja, weil hier gibt es also wirklich abstruse Auslegungen, irgendwie, dass Abraham in der Ewigkeit den kommenden Tag des Herrn gesehen hat. Nein, nein, nein. Hier geht es einfach nur darum, dass der Herr Jesus hier vergleicht, wie sich die Juden ihm gegenüber verhalten in Johannes 8. Er vergleicht das mit Abraham, wie er sich in Genesis 18 verhalten hat, als er ihn getroffen hat. Und er hat genau das Gegenteil getan von dem, was die Juden in Johannes 8 getan haben. Die Juden in Johannes 8 haben ihn als Besessenen dargestellt. Ja, sie wollten ihn steinigen, weil er gesagt hat, dass er Gott ist. Sie haben ihm nicht geglaubt. Ja, sie waren unfreundlich zu ihm, störrisch. Was hat aber Abraham gemacht? Abraham, seine Werke waren, dass er sich hingekniet hat. Er hat ihn angebetet. Dann war er gastfreundlich. Ja. Und da gibt es halt eben diese Verbindung zwischen Johannes 8 und Genesis 18. Hier reibt der Herr Jesus jedem Antitrinitarier und jedem, der die Gottheit Jesu verleugnet, unter die Nase, ja, dass er derjenige ist, der in Genesis 18,1 Herr genannt wird. Und wer war? Also wer und was wurde nochmal Fleisch, ja? So, jetzt geht's weiter im Handlungsstrang, Genesis 19, ja? In Genesis 19, 24, da heißt es, da ließ Jahwe Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra von Jahwe vom Himmel herab. Wie haben das die antiken Juden verstanden, ja? Und ich glaube, jetzt so langsam setzen sich ein paar Puzzle zusammen. Ja? Jetzt sehen wir ein größeres Bild. Denn
Hier heißt es, und das Wort des Herrn selbst ließ auf die Bewohner von Sodom und Gomorra Gunstschauer herabregnen, damit sie von ihren bösen Taten umkehrten. Als sie aber die Gnadenschauer sahen, sprachen sie, so sind unsere bösen Werke nicht offenbar vor ihm. Da wandte er das Wort des Herrn, ja, also das Memra, der Logos, da wandte er sich um und ließ Schwefel und Feuer vom Herrn aus dem Himmel auf sie herabkommen. Ja, klar und deutlich ist eine Person, die Jahwe ist, vor Abraham. Und sie differenzieren hier das Wort des Herrn, das Memra, der Logos im Griechischen, vom Herrn, der im Himmel ist. Also noch klarer kann Targum Pseudo-Jonathan nicht sein. Es sind zwei göttliche Personen. Es handelt sich immer noch um den gleichen Handlungsstrang aus Genesis 18. Die Vorgehensweise der zwei Träger des Namens Jahwes in Bezug auf Gericht zeigt hier ein Muster, der im Neuen Testament wiederholt wird. Ja, ganz kurz, ich möchte ganz kurz erklären, was ich meine mit diesen zwei Träger des Namens Jahwes. Wir haben ja hier nicht zwei Jahwe, ja, denn wir sind ja Monotheisten. Moses ist Monotheist, er weiß ganz genau, was Monotheismus ist. Der Heilige Geist weiß, was Monotheismus ist, der den Mose ja inspiriert hat. Abraham ist Monotheist. Es kann nicht sein, dass hier zwei Jahwes gemeint sind, in der Hinsicht, dass es zwei Wesen sind. Nein, es sind, wie wir aus zum Beispiel Matthäus 28, 19 und 20 erfahren, wenn der Herr Jesus auffordert, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen, dann wissen wir, dass es drei Träger sind dieses einen Namens. Und dieser Name ist natürlich Jahwe, das ist der Name Gottes. Und der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind die Träger dieses Namens. Und wenn wir das jetzt hier auf Genesis 19, 24 runterbrechen, dann haben wir halt das Wort des Herrn, dass ein Träger des Namens Jahwes ist und der andere ist der Herr. Also, ich habe hier von einem Muster gesprochen, das wiederholt wird im Neuen Testament. Man kann hier auch von einer Vorschattierung sprechen. Es ist Matthäus 7,21 und da heißt es, dass nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich des Himmels eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Ja, also wir haben hier einmal den sichtbaren Träger des Namens Jahwes auf Erden, ja, das Wort des Herrn, das Wort Gottes, Jahwe, ja, der auf Erden ist, der sichtbar ist. Und dann haben wir, und dieser spricht vom Gericht des Menschen in Verbindung zu den unsichtbaren Träger des Namens Jahwes, der im Himmel ist. Und das ist der Vater. Hier nochmal ganz groß, damit es unsere unitarischen und antitrinitarischen Freunde endlich mal verstehen. Ja, die Trinitätslehre ist absolut biblisch. Die Bibel ist voll trinitarisch.